Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lanz TV und unser Cheftrainer Franco Foda verlässt den SK Sturm und wird Trainer des österreichischen Nationalteams. Damit herzlich willkommen, wie gesagt, zu dieser Folge. Ja, mit dem war für mich persönlich lange Zeit nicht wirklich zu rechnen. Also es hat ja jetzt schon eine Zeit lang die Gerüchte gegeben. Ich muss ehrlich sagen, so bis zum Schluss habe ich nicht so wirklich dran geglaubt, dass Foda uns da wirklich verlassen wird und eben das Nationalteam jetzt übernimmt. Er wird also damit auch Nachfolger von Marcel Koller. Allerdings nicht mit sofortiger Wirkung, sondern erst ab 1. Jänner. Er wird allerdings im November bereits das Trainingslager leiten und schon beim Freundschaftsspiel gegen Uruguay auf der Bank sitzen und eben das Nationalteam coachen. Mit Franco Foda gehen auch Thomas Christl und Imre Savic. Also für eine Ablösesumme von, wie man so hört, 350.000 Euro. Naja, finde ich doch für den halben Trainerstab ein bisschen wenig, aber okay. Da kann man sowieso keinen Einfluss drauf nehmen. Naja, also natürlich zum einen unglücklich, also der Abgang selber, klar, das, man kann natürlich über Franco Foda streiten, hat man in der Vergangenheit auch mehrfach, der hat auch von mir natürlich auch oft genug sein Fett wegbekommen. Man muss aber sagen, der hat in dieser Saison durchaus ein bis zwei Schritte nach vorn gemacht, also einfach auch in der persönlichen Entwicklung, wie ich finde, und natürlich nicht zuletzt als Coach. Also zum einen eben gerade das, was in der Vergangenheit wirklich so immer der große Kritikpunkt war, zum einen ist er wesentlich flexibler im System geworden, also er passt das System durchaus an den Gegner an, beziehungsweise versucht immer, da neue Lösungen zu finden, was in der Vergangenheit meines Erachtens nicht so der Fall gewesen war. Natürlich auch die Interviews eine ganz andere Ausschlagskraft, würde ich mal sagen. Gibt es das Wort eigentlich? Ausschlagskraft oder Durchschlagskraft? Auf jeden Fall durchaus selbstkritischer, man hinterfragt sich selber mehr und ja, das sind eben einfach so Sachen, das hat man früher natürlich viel an ihm auch zu Recht kritisiert, was sich heuer wirklich klar verbessert hat. Das hat sich zuletzt dann eben auch, also nicht zuletzt erst, sondern eben in der kompletten Saison, auf die Leistung positiv ausgewirkt und auch natürlich auf die Ergebnisse und nicht zuletzt auf den Tabellenplatz. Der SK Sturm ja immer noch auf Platz 1 in der österreichischen Bundesliga und das ist natürlich auch nicht zuletzt auch mit der Verdienst von Cheftrainer Franco Foda. Ganz klar. Naja, jetzt schaut das Ganze natürlich dann bisschen anders aus für unseren SK Sturm. Man muss sich wieder mal neu erfinden auf dem Trainersektor. Da hat man in der Vergangenheit, muss man natürlich auch sagen, schon mehrfach gehörig ins Klo gegriffen. Allerdings haben wir mit Günter Kreisel eben, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, wie ich finde, einen sehr fähigen Mann und ich bin da auch guter Dinge, dass er einen guten Nachfolger und einen guten Ersatz für Franco Foda auch finden wird. Es geistern ja auch einige Namen die ganze Zeit durch die Zeitungen oder diverse Foren. Also da wen haben wir denn alles? Von Barisic über Ilza, über Petrovic, über, keine Ahnung, einige Namen auf jeden Fall, die man immer wieder hört. Ich glaube, Toni Polster habe ich noch nicht mitbekommen und Herbert Prohaska nicht wirklich. Fehlt dann nur mehr Walter Schachner und vielleicht die Ibiza Aussehen. Nein, aber es wird auf jeden Fall sehr interessant, wer im Endeffekt die Foda-Nachfolge dann antreten wird und unseren SK Sturm dann eben ins Frühjahr führt. Es könnte natürlich auch irgendwo, wenn man versucht, was Positives rauszuziehen, eine Chance sein, nicht nur für Spieler, die vielleicht irgendwo vernachlässigt wurden, sondern in erster Linie eben für die Spieler, sich da wirklich im Nationalteam da auch zu positionieren in Zukunft. Also eben und dann noch schneller den Zugang dann, den direkten zu finden. Wenn ich zum Beispiel an einen Danny Alla denke, an einen Hierländer. Das sind doch alles so Spieler, die auch eben bei uns unter Vertrag sind und die durchaus auch Möglichkeiten im Nationalteam vielleicht in Zukunft haben, die etwas größer werden. Also diese große Wien-Sympathie, über die durchaus gemutmaßt wurde oder die es eben wohl auch gegeben hat, die wird dann nicht mehr so extrem groß sein, weil Franco Foda einfach keinen großartigen Wien-Bezug hat. Und ja, von dem her ist es vielleicht auch nicht so schlecht, denn klar, wenn du als Verein einen Nationalspieler stellst, dann steigert das seinen Marktwert und auch dementsprechend natürlich den Marktwert deines Clubs. Also es ist schon auch eine positive Erscheinung dann auch irgendwo. Natürlich, das Blöde für Sturm ist halt einfach auch der Zeitpunkt. Im Sommer ist ein Trainerabgang wieder was anderes als jetzt mitten in der Saison oder eben zur Hälfte jetzt bald.
Und ja, ich bin da sehr gespannt, wen man da im Endeffekt aus dem Hut zaubern wird. Vielleicht an der Stelle noch an Franco Foda, falls er dieses Video hier sieht, natürlich auch alles Gute für die Zukunft. Und ich hoffe natürlich, dass er das Nationalteam auch sehr erfolgreich weiterführen wird. Und ja, dass es ihm dort auch gelingen möge, einen ähnlichen Erfolg zu generieren wie bei unserem geliebten SK Sturm. Vielleicht noch an alle weiteren Zuseher, ganz klar, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Findet ihr, ist es nachvollziehbar, dass Franco Foda unseren SK Sturm, bös gesagt, jetzt links liegen lässt und eben in der aktuell sehr erfolgreichen Spielzeit dann doch sich fürs österreichische Nationalteam entscheidet? Ist es für euch ein kompletter Blödsinn oder denkt ihr da schon ein, zwei Schritte weiter und beschäftigt euch nur mehr mit dem Gedanken, wer wird jetzt wirklich der Nachfolger, wer wird unser neuer Chefcoach? Schreibt es mir gerne in die Kommentare bitte. Und ja, so viel eben zum Thema Franco Foda, österreichischer Teamchef. Ja, und vielleicht, um etwas vom Thema abzuschweifen, wir haben die 500er Abonnentenmarke geknackt. Richtig geile Sache. Also, an der Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön natürlich von mir an alle, die abonnieren, an alle, die kommentieren, an alle, die regelmäßig die Videos schauen, die supporten und. Richtig, richtig geil. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Und ja, ohne euch wäre das natürlich nicht möglich gewesen. Deswegen ein ganz, ganz großes Danke. Und das ist einfach richtig passend im Moment. Die 500er Marke geknackt, gerade vorm Schlagerspiel gegen Rapid am Samstag mit dieser beschissenen Uhrzeit von Ankick. Aber das soll uns da nicht weiter stören. Und eben als ganz kleine Belohnung, ich habe ja nicht so viel cooles Zeugs, was bei mir rumliegt, was ich da irgendwie verlosen könnte, habe ich für euch trotzdem eine Kleinigkeit. Ihr erinnert euch ja noch an das FIFA 18 Tag Team Turnier. Wer es nicht weiß, da habe ich mit meinem Kumpel Janja gespielt und wir waren ja sehr, sehr erfolgreich. Zumindest beim Gewinnspiel nachher. Ich habe ja die Schurmkarte, die ich gewonnen habe, schon verlost. Aber Jan hat auch was gewonnen. Er hat einen Puntigamer Ball nämlich bekommen. Und den hat er freundlicherweise jetzt auch zur Verfügung gestellt. Danke an dich, Jan, nochmal an der Stelle. Und naja, der hat hier noch keine Luft, aber nur, dass ihr ihn da mal zu sehen bekommt. Hier dieses wunderbar glänzende Material. Kein Product Placement, keine Sorge. Auf jeden Fall an alle, die hier unter dieses Video kommentieren, wird das Ganze jetzt einfach verlost. Also schreibt es mir einfach an alle, die kommentieren, dass sie den Ball haben möchten, versteht sich. Also schreibt es mir da bitte einfach in die Kommentare. Ich will den Ball haben. Und ja. Dann wird es eben da wieder mit der kleinen Losschüssel da was geben. Ja, und in diesem Sinne war es das dann auch schon wieder von mir. So lange will ich das Video dann auch wieder nicht werden lassen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei The Lens TV an Franco Foda nochmal. Alles, alles Gute für die Zukunft. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Elias. Auf die Schwarzen, jetzt noch mehr denn je. Und bis dann. Ciao, ciao.